Herzlich willkommen zu meiner Präsentation. Der Titel der Präsentation Moose, Elk, ist ein bisschen täuschend, weil eigentlich ist es nur ein kleiner Teil der Präsentation. Heute möchte ich vorstellen, Wasoo ist ein Open Source Tool, integriert den Elastic Stack, ein Host Intrusion Detection System, OSSEC und OpenSCAP. Wer hat von euch schon den Elastic Stack im Einsatz? Okay, einer. Aber prinzipiell habt ihr gehört von Logstash, Kibana und Elasticsearch, oder? Okay. Wer von euch hat schon OSSEC, das Host Intrusion Detection System, im Einsatz? Oder schon mal davon gehört? Okay. Auch wenige? Egal, ich stelle sie heute mal vor und mit ein paar praktischen Beispielen werdet ihr dann eh gleich sehen, wie praktisch das eigentlich im Einsatz ist. Kurze Info zu mir. Ich heiße Theresa Meixner, bin Freelancer für Wasoo, ein amerikanisch-spanisches Unternehmen, die sich um IT-Security und Host Intrusion Detection Systeme im Generellen kümmern. Mein Twitter-Handle ist Hellslide. Die offizielle Website von Wasoo ist wasoo.com. Alle Teile, die Wasoo erstellt, sind Open Source und auf GitHub verfügbar. Falls ihr Fragen habt, schickt mir ein Mail oder pingt mich an auf Twitter. Was will ich heute kurz erzählen? Wer ist Wasoo? Was machen sie? Kurze Einführung in OSSEC. Und danach eine kurze Einführung in OpenSCAP eigentlich. Und dann möchte ich noch die einzelnen Komponenten des Elastic Stack kurz erläutern. Wasoo hat auch eine eigene App für Kibana geschrieben. Das ist sehr praktisch, um das OSSEC Environment remote zu managen. Und dann möchte ich euch natürlich noch eine kleine Live-Demo zeigen. Kurz zur Einführung. OSSEC gibt es eigentlich schon seit einigen Jahren, wird aber seit den letzten 3 Jahren nicht mehr aktiv entwickelt. Deshalb hat die Firma Wasoo es geforkt auf GitHub und ihre eigene OSSEC-Implementation online gestellt. Released ist es unter der GPL Version 2. Und Wasoo hat auch noch einige neue Features integriert. Früher war es nur ein reines Host Intrusion Detection System, den Elastic Stack integriert, so dass man sich die Resultate auch über ein zentrales Log Management Tool anschauen kann. Das Ruleset wurde erweitert und eine RESTful API wurde integriert. Es gibt auch eine eigene Mailinglist auf Google Groups. Ich stelle sie dann eh nochmal. Die Folien sind eh online und könnt sich das anschauen. Wenn es Fragen gibt, am besten über die Mailinglist, weil da kriegt ihr sofort Feedback. Was ist Wasoo? Wasoo, wie ich schon vorher erwähnt habe, ist einerseits die Integration von OSSEC, also dem Host Intrusion Detection System. Da ist der Fokus auf Log-Analyse, auf File Integrity Monitoring und generell Rootkit Detection. Und Active Response. Also Active Response ist so mehr das Intrusion Prevention System, wie ich es immer nenne, weil da checkt man zum Beispiel, wenn ein User zu viele Requests schickt oder eine Brute Force Attacke an den Server schickt, dann wird nach einer gewissen Zeit eine Maßnahme ergriffen, dass die IP-Adresse, von dem der User aus die Requests schickt, einfach gesperrt wird über IP-Tables zum Beispiel. Bei OpenSCAP, die zentralen Elemente von OpenSCAP sind Policy Monitoring. Da checkt man einfach, ob die eigenen Systeme einem gewissen Standard, Security Standard entsprechen, zum Beispiel wie die SSHD, also die SSH-Config konfiguriert ist, ob zum Beispiel der NTP-Daemon läuft oder wie ein Standard, zum Beispiel wie das Filesystem, also der Partition Table auszuschauen hat. Dann checkt man gegen spezifische
spezielle Compliance-Standards, wie zum Beispiel PCI-DSS. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das ist ein, das ist ein spezieller Standard für... Sehr, sehr speziell ein Standard für Finanzinstitute, die also sagen wir alle Institute, die oder Firmen, die mit Kreditkarteninformationen zu tun haben, die müssen PCI-DSS oder sollten PCI-DSS compliant sein. Dann integriert es auch noch ein Vulnerability Assessment. Da schaut man zum Beispiel, sind die Systeme, sind meine eigenen Systeme auf einem aktuellen Patchstand? Und halt System Hardening, das habe ich eh schon vorher erwähnt. Wie ist zum Beispiel, wie ist auf meinen Servern die SSH-Config konfiguriert? Und dann noch den Elasticsearch, den kennen wahrscheinlich eh die meisten. Es ist eine, sagen wir so, eine Search Engine, also mit der Elasticsearch-Datenbank, eine sehr performante Datenbank im Backend. Dann ist natürlich Logstash, das ist quasi der Log-Collector, und kann einerseits auch die Logs analysieren und als Visualization, also als Web-Frontend, ist Kibana im Einsatz. Wozu braucht man OSSEC? Es ist einerseits sehr wichtig für Firmen, die ihre Server in der Cloud haben, zum Beispiel über AWS von Amazon. Warum ist das ein Problem dort? Weil man dort nicht so die Kontrolle hat, wie es im eigenen Rechenzentrum wäre. Sprich, man gibt die Verwaltung des Netzwerks aus der Hand. Durch die Amazon-eigenen Firewalls hat man jetzt auch nicht die Möglichkeit, über Network Intrusion Detection Systeme Auswertungen zu machen. Also auf der Ebene ist Host Intrusion Detection System auf jeden Fall geeigneter. Es ist auch wichtig für Firmen oder Institute, die gewissen Compliance-Standard einhalten oder Regulative einhalten müssen. Was sind so die Core-Komponenten von OSSEC? Wie schon eingangs erwähnt, Log-Analyse ist ein großes Feature. File-Integrity-Checking, auch genannt File-Integrity-Monitoring, sowohl unter allen Unix-Systemen als auch unter Windows. Host-Based Anomaly Detection, besser bekannt als Rootkit Detection, da schaut man einfach, läuft auf meinen Servern ein User Mode Rootkit oder ein Kernel Mode Rootkit, das kann es detekten. Real-Time Alerting, eh schon vorher erwähnt wie Active Response, da schaut man einfach, was passiert auf meinen Servern und setze ich einige Maßnahmen dagegen. Ja, das Coole an OSSEC ist, dass es plattformunabhängig ist. Das heißt, es läuft auf wirklich allen Plattformen, auf jeglicher Linux-Distribution, auf BSD, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD. Ich habe sogar schon Pakete für Solaris 10 und Solaris 11 gebaut. Es läuft auch angeblich auf AX. Und auf macOS 10 läuft es natürlich auch auf Serverseite zum Beispiel. Und auf Windows läuft auch, da gibt es einen eigenen Installer dafür. Wir stellen Binaries für Linux, also RHEL und Debian-Systeme zur Verfügung und halt den Windows-Agent. Die Binaries findet ihr unter ossec.wasoo.com. Ja, kurz zur Architektur, wie ist OSSEC so aufgebaut? Es ist eine klassische Client-Server-Anwendung. Auf der Client-Seite haben wir folgende Prozesse, die laufen. Da gibt es einen Log-Collector, da gibt man im Config-File an, wo sind meine Logs, und der sammelt sie alle ein und schickt sie dann an den Server. Dann gibt es den Syscheck-D-Daemon und den Rootcheck-D-Daemon. Also die sind sehr ähnlich. Der Syscheck ist verantwortlich für File-Integrity-Monitoring. Was wird dabei gemacht? Nur kurz zum Überblick, weil ich habe dann eh noch ein paar Slides, die näher darauf eingehen. Die schauen einfach, haben sich gewisse Files auf meinen Systemen verändert? Wenn ja, wie? Und wann ist das passiert? Und was wurde verändert? Rootcheck checkt einfach, ob ein Kernel-Mode-Rootkit oder ein User-Mode-Rootkit auf meinen Systemen vorhanden sind. Und schlägt dann
Alarm sozusagen. Dann gibt es den Agent-D-Prozess, der da in der Mitte zwischen beiden Systemen läuft, quasi das Bindeglied zwischen den beiden und kommuniziert alle Informationen, die am Agent laufen und kommuniziert sie an den Server. Am Server laufen diese Prozesse auch, deshalb habe ich sie da jetzt nicht näher angeführt, aber die wichtigsten am Server sind der Remote-D-Prozess, der gewisse Kommandos vom Agent entgegennimmt und sie dann ausführt. Umgekehrt geht es natürlich auch. Der Server kann auch Kommandos an den Agent schicken. Dann gibt es noch den Analysis-D, der ist primär hauptsächlich für Logfile-Analyse zuständig. Das heißt, er bricht die Log-Files oder Log-Events zuerst in ein gescheites Format, um sie dann analysieren zu können. Und der Monitor-D-Prozess, auf den gehe ich später auch noch ein bisschen ein, der überwacht halt das ganze System und ist auch hauptsächlich für das Alerting, beziehungsweise wenn ein Alarm erstellt wird, schickt er eine E-Mail zum Beispiel raus, wenn das konfiguriert ist. Jeder Prozess wird ausgeführt mit sehr eingeschränkten Rechten und Tasks. Die meisten Prozesse laufen in einem Change Root. Die meisten Prozesse werden auch mit einem separaten, eigenen, unprivilegierten User ausgeführt. Das Change Root findet sich auf eurem System unter /var/osec. Und alles, was danach kommt, Config-Files, Log-Files und so weiter, das ist halt in diesem Change-Root-Environment. Gibt es ein Start-Stop-Skript, quasi mit dem du die Prozesse stoppen kannst und in der richtigen Reihenfolge wieder starten kannst. Ja. Zur Netzwerkkommunikation ein kurzes Wort. Es gibt Systeme, auf denen man kein Agent installieren kann, wie zum Beispiel irgendwelche Netzwerkkomponenten, weil einfach der Hersteller der Devices sagt, okay, das ist eine Blackbox und wenn du auf meinem System irgendwas installierst, dann verlierst du die Garantie. Und deshalb kann man natürlich auf den Systemen die Logs auch über normalen Syslog schicken. Ist aber der Nachteil unencrypted und jetzt nicht so ratsam, aber für Firewalls oder für Switches und so weiter ist okay. Die Agents kommunizieren über einen eigenen Port, nämlich Port 1514. Die schicken die Logs an den OSSEC-Manager über den Remote-D-Prozess und der übergibt sie dem Analysis-D-Prozess zur Analyse von Logfiles zum Beispiel. Die Logfiles werden komprimiert mit zlib, werden über einen encrypted Channel geschickt mit sogenannten Pre-Shared Keys. Der Austausch dieser Keys passiert, während der OSSEC-Agent auf den Systemen installiert wird. Da kommt es am Anfang zu einem Schlüsselaustausch und mit denen werden dann die Logfiles übertragen bzw. entschlüsselt auf der Serverseite. Wie gesagt, Port 1514, mittlerweile nicht mehr UDP, sondern auf TCP. Das ist leider noch ein altes Slide. Man muss halt schauen, dass dieser Port auf der Firewall geöffnet ist. Wie schaut das Ganze dann aus? Genau, also da hat man jetzt einen kurzen Überblick, wie das passiert. Hier haben wir den Client, den Agent. Da läuft, wie gesagt, der Log-Collector, der Syscheck-Daemon und der Root-Check. Die schreiben in ihre Informationen in eine Socket-Queue. Das wird ausgelesen von diesem Agent-D-Prozess, der als Bindeglied zwischen den beiden Welten ist. Wie gesagt, der schickt die Informationen encrypted mit diesen Pre-Shared-Keys an wieder einen Unix-Domain-Socket beziehungsweise an den Remote-D. Dort werden die Informationen entgegengenommen bzw. entschlüsselt. Und da sind wir dann auch schon auf der Serverseite. Da gibt es, wie gesagt, auch die drei Prozesse, die es auf der Agent-Seite gibt. Zusätzlich gibt es noch den Analysis-D-Prozess, der jetzt die Logs analysiert und gegebenenfalls, wenn irgendwas Verdächtiges ist, diese Informationen in ein Alert-Log-File schreibt. Das kann einerseits ein normales Log-File sein, andererseits ein Alert-JSON-File. Warum? Weil der Elastic Stack mit normalen Logfiles nicht umgehen kann, sondern nur mit JSON-Files.
So, zur Log-Analyse. Ja, Logs. Was machen wir damit? Der OSSEC-Log-Collector, beziehungsweise die Analysis-Engine, die extrahiert wichtige Felder aus einem Log-Format, Log-Message. Und wer sich schon mal näher mit Log-Files beschäftigt hat, weiß, dass Log-Events nicht immer in einem einheitlichen Log-Format oder syslog-konformen Format sind, sondern es hängt je nachdem von der Applikation oder vom Betriebssystem ab, kann das oft total abartig sein. Das heißt, der OSSEC Log Collector versucht, die Informationen, die im ersten Step wichtig sind, zu extrahieren und auszuwerten. Und wenn eines der Felder in dem Syslog-Header zum Beispiel verdächtig sind oder wie soll man sagen, einer speziellen Rule, einer speziellen Regel damit matcht, dann wird daraus ein Alert erstellt. Also der Ansatz ist halt signaturbasiertes Log-File-Analyse. Schauen wir uns das kurz an, wie funktioniert das? Wie gesagt, der OSSEC-Agent schickt seine Logs an den Server, dort werden sie zuerst dekodiert. Was der Code genau macht, erzähle ich dann in der nächsten Slide. Jedenfalls dieser OSSEC-Analysis-D-Prozess dekodiert die Log-Messages zuerst, dann analysiert er sie und basierend auf bestimmten Rules erstellt er dann den Alert. Wichtig ist, dieser Analysis-D-Prozess, der läuft nur am Server und ist nicht am Agent zu finden. Genau, also da gibt es noch den Mail-D-Prozess, der schickt halt, wenn das wirklich in der Config definiert ist, Mails raus, ab einem bestimmten Alert-Level zum Beispiel. Und dann gibt es noch den Exec-D, der ist für die Active Response, beziehungsweise das Real-Time-Alerting zuständig. Genau. So, jetzt zoomen wir in diesen Decode-Prozess hinein. Was passiert beim Pre-Decoding? Beim Pre-Decoding werden bekannte Felder vom Syslog-Header extrahiert, wie zum Beispiel ein Timestamp, ein Hostname, was noch, die normale Log-Message. Beim Decoding werden dann andere Informationen extrahiert, nämlich zum Beispiel die Source-IP-Adresse oder ein Username. Und basierend darauf gibt es dann die User-Defined Rules, wo man einfach spezialisieren kann, okay, was soll mit diesen Log-Events passieren. Mit der OSSEC-Installation kommen einige hundert Rules schon mit, aber man kann auch selber Rules erstellen, vor allem wenn es zum Beispiel eine Custom-Application gibt, die ihre eigenen Log-Events schreibt, für die es zum Beispiel noch keine Decoder oder Rules gibt. Da muss man halt das selber Hand anlegen. Genau. Der Ansatz ist eine signaturbasierte Analyse. Und was passiert da? Also der OSSEC-Manager, das ist in dem Fall der Server, der basierend auf Decoder und Rules extrahiert Informationen und erstellt dann, also basierend auf potenziellen Intrusions oder Applikationsfehlern sozusagen. Wie schaut so eine Rule aus? Sieht man in der ersten Zeile. Jede Rule muss eine eigene Rule-ID haben, die darf nicht öfter vorkommen. Es gibt einen Alert-Level, bei OSSEC ist es so, dass es 15 Alert-Levels gibt, von 0 bis 15, wobei Alert-Level 1 gibt es nicht, irgendwie interessant. 0, der Log-Level 0, der wird ignoriert, das heißt, wenn es irgendwelche Log-Messages gibt, wo ihr meint, die sind überhaupt nicht interessant, die will ich austunen, dann setzt man die Rule bei Alert-Level auf 0, dann wird das ignoriert. Und der höchste Alert-Level ist 15. Wenn ihr Events seht mit dem Alert-Level 15, dann ist da wahrscheinlich was passiert und man muss schnell darauf reagieren. Dann gibt es noch diesen If-Sit-Tag,
der referenziert quasi eine Parent Rule sozusagen. Also wenn man da eine Regel erstellt, wo in einer Parent Rule schon etwas definiert ist und darauf zugreifen oder referenzieren will, dann gibt man das mit diesem if-sit an. Match, da kann man regexes verwenden, um zum Beispiel aus Log-Messages bestimmte Informationen hinauszugrappen, die dann gematcht werden sollen. Bei der Description gibt man nur kurz an, was sagt diese Log-Message eigentlich aus. Und das Coole ist, man kann auch Groups oder Group-Tags angeben. Das hilft uns dann zum Beispiel dann im Kibana aufgrund dieser Groups nach bestimmten Events einer bestimmten Gruppe zu suchen. Das ist eine ziemlich coole Möglichkeit für bestimmte Events zu filtern. File Integrity Monitoring. File Integrity Monitoring, was passiert da? Da werden Checksummen, also Unique Checksums verglichen und das wird erstellt, wenn OSSEC zum Beispiel zum ersten Mal startet oder bei der Installation wieder mal das gesamte Filesystem gescannt und diese Checksums in einer Datenbank abgelegt. Und diese File Integrity Monitoring oder SysCheck, wie das bei OSSEC heißt, läuft dann in regelmäßigen Intervallen. Und wenn in diesem SysCheck-Run zum Beispiel sich eine Checksum verändert hat, dann wird darauf dann ein Alert erstellt. Warum ist das wichtig? Zum Beispiel für den PCI-DSS-Compliance-Standard ist das ein Requirement. Im PCI-DSS-Requirement 11.5 steht geschrieben, man muss ein File Integrity Monitoring Tool einsetzen und OSSEC oder OSSEC macht eine sehr gute Arbeit. Wie funktioniert das? Ja, wie schon wie vorher erwähnt, das OSSEC, der OSSEC Agent scannt das ganze Filesystem und schickt die ganzen Checksums, die dadurch generiert werden, an den OSSEC Manager. Im OSSEC Manager, der legt diese Checksums dann ab. Und wenn sich was verändert, dann erstellt er halt einen Alert. Wichtig ist, dass diese Analyse nie am Agent läuft, sondern immer nur am Manager, weil der dann auch für das Alerting zuständig ist. Genau, und wenn es da Abweichungen gibt oder irgendwelche Auffälligkeiten, dann wird halt ein Alert erstellt. Wichtig ist, dass man kann da nicht nur Filesysteme, Unix-Filesysteme angeben, sondern auch Windows Registry Entries zum Beispiel. Genau, wie schaut das aus zum Beispiel im Config-File? Da gibt es diesen SysCheck-Tag zum Beispiel. Da gibt man innerhalb diesem SysCheck-Tag gibt man an die Frequency, das heißt, wie oft soll ein SysCheck-Run getriggert werden. In dem Fall, also es wird angegeben in Sekunden, in dem Fall sind es, glaube ich, 6 Stunden. Und dann gibt man halt an, welche Filesysteme oder welche Ordner oder welche Binaries will ich scannen damit. In dem Fall User Bin oder User S Bin, das ganze etc Directory. Genau. Und da gibt es halt auch mehrere Optionen, die man angeben kann. Realtime zum Beispiel, wenn das aktiviert ist, dann wird auf Linux und Windows Systemen sofort ein Alarm generiert, wenn sich ein File ändert zum Beispiel. Check All, das ist so eine Übergruppe. Checkt einerseits die MD5 und SHA-1 Hashes, andererseits die File Size, die Ownership und Group und die Permissions der Files werden auch überwacht. Mehrere Optionen, die weiteren Optionen gibt es dann auf in den OSSEC Docs. Naja, also die Realtime wird nur quasi ausgeführt nach einem SysCheck-Run. Während eines SysCheck-Runs wirst du nie ein Alert bekommen, weil der OSSEC-Manager gerade damit beschäftigt ist, das Filesystem zu scannen und zu analysieren zum Beispiel. Und im Frequency gibst du halt an, wie oft ein SysCheck-Run getriggert werden soll. Alle 6 Stunden oder alle 5 Minuten. Oder in der Nacht zum Beispiel. Wie schaut das denn aus?
Da haben wir einerseits den Pfad, welches Pfeil er gerade analysiert hat, wie groß war das Pfeil vorher, wie groß war das Pfeil nach dem SysTrack-Run oder wann es verändert wurde, sagen wir so. Wie haben die Permissions ausgeschaut vorher, wer war der Owner, wer war der Group sozusagen, die MD5 und SHA-1-Hashes davor und danach. Wenn sich ein Pfeil geändert hat, ändert sich natürlich auch immer die Checksum. Und man sieht zum Beispiel beim Diff, was genau hat sich da jetzt gerade verändert. Jetzt zu OpenSCAP. Was ist OpenSCAP? OpenSCAP steht, also SCAP steht für Security Content Automation Protocol. Es wird pronounced, also ausgesprochen SCAP. Okay. Was ist OpenSCAP? Es ist ein Konfigurations- bzw. Vulnerability-Scanner, und der aber auch imstande ist, Compliance-Checks durchzuführen, basierend auf einem bestimmten SCAP-Content. Was dieser SCAP-Content ist, erkläre ich dann später. OpenSCAP ist quasi die Open-Source-Variante von SCAP. SCAP wurde vom NIST, vom National Institute of Standards and Technology, eingeführt. Die offizielle Website vom NIST ist dann scap.nist.gov. Und auf der OpenSCAP-Seite kann man sich auch bestimmte, also verschiedenste Profile und Policies runterladen. Was der Unterschied ist, erkläre ich dann gleich. Was sind so die Voraussetzungen, damit das funktioniert? Und beziehungsweise, was sind die Limitierungen, beziehungsweise was ist das Ziel? Warum will ich das überhaupt auf meinem System haben? Die Voraussetzungen sind... Voraussetzungen sind, dass der OpenSCAP-Scanner installiert sein soll, muss. Das funktioniert derzeit nur auf Linux-Systemen, also auf Red Hat Enterprise Linux oder CentOS oder Ubuntu-Systemen. Weitere Voraussetzung ist, dass Python in Version 2.6 oder höher installiert ist. Natürlich, die dritte Voraussetzung, die wahrscheinlich wichtigste Voraussetzung ist, dass Wasoo installiert ist, also inklusive OSSEC und OpenSCAP. Und dazu braucht es natürlich auch noch den sogenannten SCAP-Content, also Profile oder Policies. Aber da kommen schon eigentlich sehr viele Profile und Policies mit der Wasoo-Installation mit. Wie gesagt, einige Limitierungen gibt es, dass zum Beispiel der OpenSCAP-Scanner nur derzeit auf Linux-Systemen läuft. Es gibt zwar Policies und Profile auf Solaris und AX, aber das nutzt halt nichts, wenn es keinen OpenSCAP-Scanner gibt. Es gibt auch Profile und Policies für Applikationen, also für zum Beispiel Firefox, Chrome und so weiter. Und ich glaube Java auch. Und das wird auch bald in unsere Wasoo-Installation einfließen. Was ist das Ziel? Ja, das Ziel ist im Endeffekt, Server so sicher und so sicher wie möglich zu machen, aber es betrifft auch natürlich Workstations und Desktops. Das ein weiteres Ziel ist, oder es ist hilfreich bei der Provisionierung und vom Deployment von neuen Servern. Es hilft auch eigentlich beim Patch Management, weil man mit SCAP oder OpenSCAP auch überprüfen kann, auf welchem Patch-Level sind meine Server. Okay, da muss ich jetzt. Man muss jetzt ein bisschen Gas geben. Kurz noch zu Profilen und Policies. Der Unterschied zwischen Profilen, also Profile sind eine Zusammenfassung von Rules und Values sozusagen, wie ein System auszuschauen hat. Da gibt es Security Baselines, zum Beispiel PCI DSS. Will ich checken, ob meine Systeme PCI DSS compliant sind? Profile sind ein Subset von Policies, und es wird gecheckt, quasi wie verhalten sich die Rules in einer Policy und genau während der Evaluation, sozusagen während des Scans. Policies, da setzt man, oder legt man fest, wie ein System auszuschauen hat. Die Files sind XML-Files, also Machine Readable Descriptions.
der OpenSCAP-Scanner passt dann diese Policies und schlägt dann Alarm sozusagen, wenn irgendwas nicht SCAP-konform ist. So, jetzt gehen wir ein bisschen schneller drüber. Genau, Use Cases. Also es wird oft gefragt, wozu brauche ich das jetzt eigentlich? Wie ich schon eingangs erwähnt habe, will man zum Beispiel die SSH-Config überprüfen. Sind da zum Beispiel Login-Accounts mit einem Empty Password zum Beispiel, das ist in Klammer High, ist immer die Severity, also wie wichtig ist das zum Beispiel. Man will zum Beispiel überprüfen, ob der SSH-Zugang mit Empty Passwords disabled ist. Man will auch überprüfen zum Beispiel, ob sich der Root-User einloggen kann, ob NTP-Service läuft, das ist auch wichtig und so weiter und so fort. Ich gehe da ein bisschen schneller drüber, weil ich noch ein Live-Demo kurz herzeigen will zum Elasticstack. Wie setze ich das zusammen? Es gibt einerseits die Elasticsearch-Datenbank, dann Logstash und Kibana. Kibana ist das Web-Frontend. Was sind so die Minimum-Requirements, damit das gescheit läuft? Minimum 8 GB RAM. Besser wären 16 GB RAM, wenn man das alles auf einem gemeinsamen Server zum Laufen bringen will. Java 8 als Runtime Engine und natürlich unser Wazoo Fork. Gut, geht einmal schnell drüber, weil die Folien könnt sich eh dann runterladen. Wichtiger ist die Live-Demo. So, wie schaut das Ganze aus? Genau. Ich hoffe, man kann noch was lesen. Oh. Okay, okay, so passt sie. Das ist halt das Web-Frontend von Kibana. Es schaut auf ersten Blick relativ unaufgeräumt aus. Da gibt es aber, man kann sich helfen, da gibt es diese Saved Searches, nennt sich das. Warte mal. Also rechts oben zum Beispiel legt man fest, in welchem Zeitintervall möchte ich meine Logs betrachten. Derzeit werden die letzten 24 Stunden angezeigt. Da kann man zum Beispiel festlegen, die letzte Stunde, letzten 12 Stunden, das letzte Monat und so weiter. Man kann aber auch sagen, Auto-Refresh, das heißt, es ist quasi in Real-Time. Er soll alle 5 Sekunden zum Beispiel aktualisieren, wenn ich sehen will, welche Events kommen da gerade rein. Das wollen wir jetzt mal nicht machen. Schauen wir uns die letzten 4 Stunden an. Ups. Okay. Ich habe meine Connection verloren. Okay, passt. Sind wir gleich wieder da. Okay. Ah ja, okay. VPN, ja. So, fetch gerade die letzten Informationen. So, was ist da jetzt los? Okay. Langsames Internet. So, aber jetzt. Gut, gehen wir mal auf Open. Ich will mir jetzt zum Beispiel die Alarme, die einen Alert-Level höher als 9 haben, weil das sind offensichtlich sehr wichtige Events, was passiert da? Das sind sehr kritische Events. Zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein kurzes Live-Demo. Ich möchte mich auf einem Server anmelden, ich will jetzt einen Server brute-forcen. 5 Minuten. Will einen Server brute-forcen. Das passiert jetzt, warte mal. Um den Server brute zu fassen, muss ich mich jetzt 6-mal anmelden. Warum 6-mal? Weil das in der Regel so definiert ist. Warum nicht 2-mal zum Beispiel? Weil es passiert immer wieder, dass User ihr Passwort vergessen oder falsch eingeben. Das heißt, ein Anmeldeversuch, der 2-mal hintereinander passiert, ist durchaus realistisch.
Aber wenn sich jemand versucht, 6-mal hintereinander innerhalb von einem 2-Minuten-Intervall anzumelden, dann hat der User meistens nicht sein Passwort vergessen, sondern ist es irgendjemand von außen, der versucht, den Server zu hacken zum Beispiel. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt haben wir es gleich. Warum ist das wichtig? Also ich zeige jetzt mal das kurz her. So, letzten 5 Minuten. So. Genau, da haben wir sie schon. SSHD sagt Brute Force Attack, trying to get access to the system. Jetzt klappen wir da mal auf, weil dann sehen wir auch mehr Informationen. Es war auf der Ubuntu-Kiste, auf der ich mich gerade eingeloggt habe, mit dem User Wasu. Passwort for invalid user, weil den User gibt es auf dem System gar nicht. Man sieht auch schön, von welcher IP-Adresse kam dieser Request. Was sehen wir noch so? Man sieht die IP-Adresse da viel schöner, zum Beispiel. Man sieht die Rule Description, die ich vorher schon hergezeigt habe. Man sieht, wie oft diese Regel schon zur Anwendung kam. Also fired times, ist einmal, ist es jetzt angewendet worden. Man sieht, welche Gruppen, OSEC-Gruppen, Syslog, SSHD und so weiter. Nach denen kann man ja dann wunderschön filtern. Man sieht das Ursprungsfile, woher kam dieser Alarm. Und ja. Die Rule-ID sieht man auch. Also man kann zum Beispiel hier im Kibana kann man ja nach diesen Feldern alles suchen. Also man könnte jetzt da zum Beispiel Time eingeben oder was viel interessanter wäre jetzt zum Beispiel. Also man kann gewisse Dinge kombinieren mit logischen Operationen. Agent Name, was haben wir da? VPC Agent. Genau. So zum Beispiel. Das war so. Genau. Und da sehen wir jetzt zum Beispiel, warte, ich stelle es nochmal auf 4. Warum ist das wichtig? Zum Beispiel User Authentication Failure oder Attempted to Login using a non-existent user. Das ist eine relativ harmlose Rule. Man sieht auch, der Alert Level ist 5. Das passiert zum Beispiel pro invaliden Request. Das heißt, wenn sich jemand falsch anmeldet, dann ist das jetzt ein noch nicht so gravierendes Event, weil es kann ja passieren, dass der User quasi sich vertippt hat. Aber wenn das in einem Intervall von ca. 2 Minuten zum Beispiel passiert und das mindestens 5-6 Mal, dann steigt der Alert-Level, weil dann hat es da was. Ich möchte noch ganz kurz 3 Minuten herzeigen die Wasu-App, also die Kibana-App. Früher musste man quasi alles über die Command-Line machen, von Agents restarten oder Agents konfigurieren, Rules editieren, das hat man alles früher über die Command-Line gemacht. Aber mit der Wasu-App kann man das jetzt auch über den Browser machen, weil der greift auf die RESTful-API zu. Ja, okay, sehr gut. So, da sieht man auch dann eigentlich sehr schöne Dashboards. Zum Beispiel die Top, die aktivsten Agents sieht man hier zum Beispiel. Welche Alert Levels sind am häufigsten angeschlagen? Alert Level 5, relativ harmlos. Alert Level 10 ist schon kritischer und so weiter und so fort. Bei File Integrity Monitoring sieht man zum Beispiel, welche Files sind als letztes editiert worden. Wie oft zum Beispiel sind sie modifiziert oder neu ins Filesystem, also wurden sie zum Filesystem geaddet. Genau, das letzte File, das bearbeitet wurde, war Linux-Target 2017.txt. Bei SCAP sieht man zum Beispiel, das ist noch sehr interessant, genau, welches Profile. Server Baseline, PCI DSS, das sind halt gewisse Standards, die man auf seinem Server gegenchecken will. Was haben wir da noch? Genau, das ist interessant. Top 10 Alerts, OpenSCAP Alerts, Ensure, Audit Decollect, File Deletion und so weiter. Was haben wir da noch?
Genau. High-Risk Alerts prevent login accounts with empty password relativ häufig. Disable SSH access via empty passwords. Und sieht man auch, welche Events da am häufigsten getriggert haben. Also aufgrund des Zeitmangels würde ich jetzt mal hier stoppen, falls es irgendwelche Fragen gibt.